Wer sonst als ich? Ich will dem übrigens meine Fingerklinge kaufen. Der Taschendiebstahl kann man da bei dir nochmal. Ja, kann man mal ein bisschen. Ne? Oh, für 3 Punkte. Schlösser knacken können wir auch noch ein bisschen. Ja, dann einmal reinlangen beim Runkel. Wo die Roulade noch als Deckung da. Ja, den haben wir schon mal genommen. Ausgeräumt. So, warte, weiß der Drano eigentlich? Der ist ja das neues Mitglied. Na? Wie kann euch der gute Drano aus der Patsche helfen? Sag mir doch mal, wo die Diebesgilde ist. Sicher. Euch bin ich doch gerne behilflich. Nee, das kann er nicht. Das kann er leider nicht. Er weiß es ja selber nicht. Schade. Dann müssen wir halt auf eigene Faust suchen. Hoppla. Ich mache ja alles kaputt. Ich merke schon. Das liegt in deiner Natur, weißt du? Stumsch. Ja. So, bleibt doch mal. In einer Seitengasse oder eine milde Gabe. Nee, warte, da ist ja die Kanne, die sitzt. Was? Ein armer Mann? Guck mal da links. Habt ihr einen Heller übrig? Einen Heller kann ich wohl entbehren. Hier. Habt ihr doch etwas mehr zu geben? Man soll den Heller ehren, soll sich das Geld vermehren. Mehr gebe ich nicht. Gebt doch noch einen. Folgt mir! Weil er so unfreundlich war. Du kannst nochmal mit ihm reden. Wo ist denn der Heller, du Arschloch? Versteck. Den packt er in seinen Ausschnitt. Kann ich nochmal mit ihm reden? Ihr habt doch mehr in eurer Tasche. Ich hab's doch gesehen. Ja, hab ich auch. Kriegst du aber nicht, du Spasti. Gib mir mal noch ein Hellerchen. Noch ein Hellerchen? Ja, noch ein Hellerchen. Och, seid doch nicht so knauserig. Ich habe irgendwie das Gefühl, der hat auf jeden Fall was zu bedeuten. Eine Münze locker machen? Nehmen wir mal den Silberling. Danke, danke. Eure Großzügigkeit sucht ihresgleichen. Moment mal, seid ihr nicht René? Verzeiht, dass ich mich so schlecht benommen habe. Ihr habt doch den Mord am alten Elko aufgeklärt. Ganz Fuhrmannsheim erzählt sich davon. Dank euch ist es endlich wieder sicherer. Das stimmt wohl. Trotzdem laufen hier noch immer viele zwielichtige Gestalten rum. Vorhin kamen zwei Kerle hier vorbei. Sie haben mich beschimpft, als ich eine kleine Spende erbat. Ich sei ein fauler Lump und solle mir Arbeit suchen, anstatt unbescholtene Bürger zu belästigen, haben sie gesagt. Stellt euch das mal vor. Und was hat das mit mir zu tun? Nun, diese Kerle schienen selbst nicht ehrlich zu sein. Sie zuschelten etwas über eine Aktion von letzter Nacht und etwas über eine Beute. Wer weiß, was das für Halunken sind. Was nehmen wir denn? Ja, komm, wir machen das Erste. Wir sind ja nett. Das ist natürlich eine andere Geschichte. Diese Kerle werde ich mir mal genauer anschauen. Wo habt ihr sie denn zum letzten Mal gesehen? Toll. Endlich mal jemand, der zu Taten bereit ist. Ich zeige euch auf eurer Karte, wo die beiden hingegangen sind. Das war jetzt ein kleines Missverständnis. Okay, wir haben eine neue Quest. Die kannte ich noch gar nicht, ehrlich gesagt. Dachte auch. Gut, aber wir suchen... Na gut, holen wir erstmal den... Vielleicht finden wir ja zwischendurch die... Guck mal, das war verdächtig, das Ding. Da stand der Bettler und da stehen noch zwei Schwarzaugen. Direkt gegenüber der Tamwelle von Fuhrmannsheim und Gladys kam noch hier aus der Gegend. Hier in der Nähe, ich riech sowas. Oh! Hey! Oh, eine Holztür. Da kann man reingehen. Ein Kellergewölbe. Von wem das wohl sein mag? Brechen wir einfach in irgendein Haus ein hier im Keller. Ich meine, wenn sie nicht abschließen. Na, sieht nicht so nach Diebesgilde aus. Auf jeden Fall sieht das hier nach Fässern aus. So sah das auch bei dem Handschmeichler in der Kanalisation aus. Das kann doch nicht die Diebesgilde sein. Never in the Leben. Guck mal, so, da haben wir. Übrigens. Wieso steht da jemand? Bebero. Muss ja ein besonderer Typ sein, denn der hat einen Namen. Sprechen wir den mal an. Was treibt ihr hier in meinem Keller? Ja, ich hab die Tür nicht abgeschlossen. Na, euch die Losung nennen. Sie lautet Unauk. Ah, Fex zum Grüße. Willkommen in der Diebesgilde. Vorkommen hat Stufe 4 erreicht. Jawohl, ja, das ist sehr gut. So, in den Dialogen werde ich ab jetzt zukünftig wieder einsprechen. Alles klar. Haben wir uns mal abgesprochen. Es war jetzt die letzten paar Dialoge ein bisschen holprig. Aber jetzt geht's wieder los. Auf jeden Fall. Guck mal, das sieht doch hier genauso aus wie im Brauereikeller. Fällt mir da mal spontan auf. Ja, dann muss man mal sagen, dass es nicht unbedingt so kreativ designt ist. Oh. Keule und Kurzschwert. Da unten steht jemand. Kuano! Nee. Wisst ihr noch, wer das ist? Der hängt in Ardos Haus. Also ein Bild von ihm.
Und man kennt ihn? Aus Drakensang 2. Ganz genau. Und, ganz kurz, können wir den, um das schon mal zu ihm zu sagen, Dranor mag ein guter Dieb sein, aber Kuano ist dann doch nochmal eine Nummer geiler. Nummer größer. Geiler, größer, besser, fetter. Geiler, ja. Besser auf jeden Fall. Ein besserer Dieb, eine größere Nummer. So, mein Freund und Kupferstecher. Oh, Dranor. Ihr habt es also doch endlich geschafft und noch ein neues Gesicht mitgebracht. Fex begrüßt euch in unseren bescheidenen Räumen. Willkommen in der Diebesgilde. Ja, ich wurde durch eine Ehrenfrage unwesentlich aufgehalten. Es war ein nicht ganz unbeschwerlicher Weg in eure Hallen, aber ich wäre nicht ich, wenn ich nicht auch dies nichts weiter als ein Kinderspiel für mich gewesen wäre. Nun ja, ihr könnt euch sicher vorstellen, dass wir nicht einfach Tür und Tor für jedermann offen öffnen können. Es könnte ja ein Stadtgardist, der reinspaziert kommen oder Schlimmeres. Doch wo sind meine Manieren? Wie kann ich nun den frisch gebackenen Mitgliedern unseres Bundes behilflich sein? Interessiert euch für Spiel und Spaß? Wollt ihr ein wenig trainieren oder braucht ihr gewisse Utensilien? Nun, nur keine Scheu. Sprecht eure Wünsche ruhig aus. Was für gewisse Utensilien habt ihr denn zum Verkauf? Gewisse Utensilien. Ach, guck mal, Murmeln für 49 Dukaten, das kann man sich ruhig mal gönnen. Anleitung für einen Dietrich, Ring der Finger fertig. Fingerklinge, direkt darüber. Ja, das kaufen wir auf jeden Fall. Erstmal Dietriche, ja doch. Alle 15. Ein paar Elixiere, die sparen wir uns jetzt erstmal, weil so dringend brauchen wir die jetzt noch gar nicht. Ring der Fingerfertigkeit, Fingerfertigkeit plus 1. Was meinst du? 24 Dukaten ist eine Menge. Und... Ich weiß. Ich meine, mit Hinsicht auf das KGI-Einsatzhemd, ne? Ja, aber wir haben ja noch ein bisschen Schwierig. Zeit im Verlauf dieses Spiels. Ja, aber ich möchte mit Hinsicht auf eine Gegend, die mit M anfängt. Ja, okay, dann würde ich mir sparen. Okay, sparen wir uns das Geld erstmal. Wir können es ja Truhe. Die würde ich die übrigens, die, das ist gleich deine erste Aufnahmeprüfung. So viel kann ich schon mal verraten. Guck mal, jetzt geht's wieder zu. So, jetzt rede nochmal mit Kuano, bitte. In Factions Namen tretet näher. Willkommen im Tempel des Fuchses. Nun, nur keine Scheu. Sprecht eure Wünsche ruhig aus. Ja, was kannst du mir denn so beibringen? Nichts, was Dranor nicht auch schon könnte. Ja, guck mal bei Dranor, was der von diesen ganzen Fähigkeiten schon Ausweichen abzieht. 1 würde ich ganz gerne nehmen, oder? Kostet 105? Ja, kann man nehmen. Kann man nehmen. Das kaufe ich doch direkt für alle, oder? Die hat's schon. Ah ja, die hat's schon. Der kann's nicht. Der hat's schon. Na guck mal, der hat hier echt alles außer Fallen stellen. Aber das braucht man auch, glaube ich, nicht. Nee, ich stelle eigentlich nie Fallen, ganz ehrlich nicht. Ich würde gerne meine Fexischen... Ja, genau, Spiel und Spaß. Sagt ihr dir nicht etwas von Spiel und Spaß? Das wäre doch vielleicht etwas für mich. Hey, ihr sprecht mit Fexens Stimme. Was haben hier unten? Wir haben hier unten einen kleinen, aber beschaulichen Parcours aufgebaut, um unsere Fähigkeiten zu erproben und mit den Fingern in Übung zu bleiben. Ihr wisst doch, wer rastet, der rostet. Da ist was dran. Gibt es in diesem Parcours irgendetwas zu beachten? Oh, eigentlich ist es ganz einfach. Benutzt all eure fexischen Gaben, um an die neuen Embleme der Diebesgilde zu gelangen, die im Parcours versteckt sind. Einige sind in fest verschlossenen Truhen, andere versperrt hinter schweren Eisentoren. Andere wiederum stecken tief in den Taschen einiger unserer Leute. Schafft ihr es mir, alle Embleme zu bringen, winkt euch eine schicke Belohnung. Was sagt ihr? Ach, verdammt! Ja, wieso redet der zweimal? Ich will es doch nicht versuchen, Kuano. Ich will es schaffen bei Fex. Ich sehe an eurem verwegenen Blick, Fex ist euch wohlgesonnen. Hier, ich pack den Schlüssel zum Parcours in meine Truhe. Diese zu knacken wird eure erste Aufgabe sein. Vergesst aber nicht die Embleme, dann auch bei mir abzugeben. Nun, viel Spaß, Fex mit euch. So, du weißt ja, was zu tun ist. Wir fangen erstmal mit den Haarnadeln an. Übrigens, der Vorkommen ist auf Stufe 4 aufgestiegen eben. Ja, das ist aber schon was her. Kann man eigentlich mit einem. Man kann auch mit einem Messer Schlösser öffnen, oder? Kann man das benutzen? Warte mal. Nee, der hat das jetzt einfach nur ausgerüstet. Ja, kannst du abbrechen.
Das ist nur eine Waffe. Das kannst du erstmal anziehen. Die Dietriche unten reinziehen und die Haarnadeln und alles übergeben. Ganz genau. Du musst mit. So. Ja, genau. Ich habe gar keine Waffe, der Gute. So. Jetzt hat er auch eine Waffe. Sehr schön. Beginnen wir mit dem Diebesparcours. Und Schloss geöffnet. Gut, das war jetzt unnötig, aber egal. Schlüssel zum Diebesgildenparcours. Jawohl, hier wurde Parcours übrigens ohne S geschrieben, weil es nicht mehr hingepasst hat. Wie ist denn noch Bernd Bayreuther? Kam einer zum Bernd Bayreuther? Hör mal, wir haben keinen Platz mehr für das S. Ja, ist egal, merkt eh keiner. Das gab's doch nicht wirklich. Das wäre mal richtig cool. Könnte ich mir schon vorstellen. So, komm. Ach, ja, natürlich. Aber Bernd Bayreuther ist schon ein Idol, ne? Ja, auf jeden Fall, was uns angeht. Der ist einer unserer Helden. Einfach, weil er dieses schöne Spiel hat. Und den zweiten auch noch. Ja. Gut, in diesen Holzfässern war so gut wie gar nichts. Ja, da war nicht mehr. Mit so gut wie gar nichts meine ich gar nichts. Ja, genau. Da hängt wieder ein Bild an der Wand. Ach ja. Kann ich aber nicht identifizieren. So, er hat eine Falle gewittert auf der Truhe, die wir vermutlich aufknacken müssen. Ach, guck mal. Die haben eine gesehen, gute die Entscheidung. Die Falle würde ich erstmal entschärfen. Fallen entschärfen. Du hast auch noch Fässer. Yay, Falle entschärft. Schloss knacken. Für die ganz harten Schlösser nehmen wir dann die Dietriche. Aber in der Regel sollten die Haare so reichen. Goldenes Diebesgilden-Emblem. Das ist Nummer 1. Und die Tür ist verschlossen. Das würde hier noch so weitergehen. Viel Schlossknackerei ist das und ich habe das damals mit einem sehr schlechten Dranor gemacht, ohne irgendwas. Ich habe damals auch immer versucht, ohne Haarnadeln, ich habe das damals noch gar nicht gecheckt, dass man die benutzen muss. Habe ich das immer versucht und das hat Ewigkeiten gedauert. Bis ich hier durch diesen Parcours war, ohne eins von diesen beiden Sachen zu benutzen. Schlimme Zeiten. Das Interessante war, irgendwann hat es immer funktioniert. Das liegt ja am schwarzen Auge-System mit den Würfeln. Richtig. Mausefalle. Ja, Mausefalle. Okay. Und haben sie uns abgezogen. So, und dann. Da müsste jetzt gleich der. Da oh, müsste so ein an Kerl der Tür habe ich so lange gedacht. Da, genau, der da. Richtig, und den muss man jetzt auch irgendwie ablenken oder so. Ne, wenn wir nee, den musst so du nicht anschleichen. Du musst jetzt erstmal mit dem reden. Warte. Dann sagt er dir, dass er den im Emblem hat. Genau. Fex zum Gruß. Ihr seid hier, um die Embleme zu finden. Einer dieser befindet sich in meiner Tasche. Zeigt mir, was ihr als Dieb gelernt habt und schleicht euch an mich heran, um mir die Münze aus der Tasche zu fischen. Viel Glück. Der redet ziemlich cool. Ist jetzt natürlich ein bisschen scheiße, wenn er sagt, mach das mal und als würde er es jetzt nicht wissen. Aber er kann sich ja nicht einfach so umdrehen. Oder das ist auch assi, dass er durch eine Pfütze laufen muss. Das ist sehr schwer, da ruhig zu bleiben. Die Fingerklinge hat er ja. Hoffentlich kratze ihn nicht mit dem Degen am Rücken. Hey! Oh, bei Fex. Ich habe nichts bemerkt. Gratulation, das Emblem ist euer. So, und dann ist da noch diese Holzwand, die muss auch noch einschlagen. Ich bedanke mich. Folgt mir! Dir folgt niemand. Höchstens in den Tod. Kann man seine Gruppenmitglieder eigentlich umstellen? Das weiß ich schon gar nicht mehr. Wie umstellen? Ja, dass ein anderer ja, Gruppenchef ist. Nee, das kann. Also man kann halt den halt so auswählen. Ja, ja, aber dann bei. Geht der vor. Weißt du, bei Baldur's Gate ging das nämlich damals noch. Ja, geht im zweiten Teil auch. Da kann man hier so per Drag and Drop. Kann man den so an die Spitze setzen quasi. Mhm. Ja, dann mach mal auf, bitte. So, wie viele haben wir jetzt eigentlich? Drei, ne? Müssen das sein, ja. Wer sonst als ich? Also ich gehe jetzt einfach mit dem vor. Ich meine, der muss jetzt hier eh alles machen. Sesam öffnen sich. Da ist heiß. Dort dampft's. Nee, ich glaube, der ist stinkend. Ach so. Na gut.